packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Johnny meint. Der Johnny Maroschwöldi, langjähriger Trainer der Ringerriege Hergesil und fundierter Kenner der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftere Zentralschweiz die laufende Saison. Wie sieht es in der NLB aus? Wer steigt das nächste Jahr auf? Oder bleibt Einsiedler in der NLA? Der Kampf Einsiedler-Brunnen, den Johnny hat analysiert. Der Johnny meint. Aufstieg- und Abstiegrunde. Ringerige Brunnen gegen Ringerige Einsiedler. Aufstieg- und Abstiegkampf für Nazian. 21 zu 13 gewinnt auswärts für Einsiedler, aber das erste Sieg in dieser Saison für Einsiedler, aber beste Zeit. Wir haben das Möglichkeit zu sagen, dass es höchstwahrscheinlich mit dieser Sieg Post schafft für Liga erhalten. Wegen 10 Punkte sehr große Differenz. Schnell schon für Einzelgewicht. 57 Kilo Freistil, ob das Sada Mortela gegen Kalideni. Mortela gewinnt 11 zu 4. Ein sehr gutes Resultat, das ist 3 zu 1 Mannschaft. 61 Kilo Greco, Gama Sergio verloren für Deller Patrick. Deller Patrick ist alter Fuchs, aber es ist auch sehr, sehr interessant kommt. 29 Aktio Pumps, 20 zu 9 gewinnt für Deller Patrick. Das ist 3 zu 1 Mannschaft für Einsiedler. 65 Kilo Freistil, Murer Markus gegen Schönbrecher Michi. 3 zu 5 verloren für Murer Markus, aber Schönbechler mich ist sehr gut gerungen und 2 zu 1 Mannschaftpunkt. 70 Kilo Greco von Neuf Thomas gegen Neyerian. Neyerian führt 8 zu 2 und von Neuf Thomas Schulterer, das ist eine große Überraschung, glaube ich, für Einsiedler. Und etwas sehr gut für Bruna, wegen etwas länger leben für Mannschaft, das ist eine Chance. 74 Kilo Freistil, Bühler Alexander gegen Neyeriv. Was gesagt, ganze Saison ist oder fast ganze Saison fährt für Neyeriv. Wegen Verletzung, so schon gesagt, wenn etwas haben Möglichkeit, diese Jahre ringen, muss unbedingt ringen für Aufstieg und Abstieg kommen. Das schon gemacht, das auch schon gut gemacht, wie 18 zu 0 gewohnt, technische Überlegenheit, das ist sehr wichtige Funktion für Mannschaft. Fuchsemi, 74 Kilogramm Greco, Fuchsemi gegen Florian Fabio. Florian Fabio ist Verstärkung für Einsiedler, für Oberiet. Florian Fabio ist für Schweizer Meister für 65 Kilo Greco, der 14 zu 0 Punkt Sieg. Leider ein Punkt fällt für technische Überlegenheit. 80 Kilo Freistil, Sam Christian gegen Burkhard Andreas. Andreas ist ganze Saison, ist eine gute Saison gemacht und jetzt, das auch schon gezeigt, 10 zu 0, ganz locker gewinnt, 3 zu 0 Mannschaft. 86 Kilo Greco, Taylor Beat gegen Flug Bruno, das ist schon wieder, das ist Spezialität für Flug Bruno. Er bis letzte Sekunde kämpft und das jetzt auch gegen Taylor Beat 9 zu 8 gewinnt, das ist ein sehr gutes Resultat für Flug Bruno.
97 Kilo Freistil, aber zu dem Freistil Rohre Roger, 9 zu 4 Punkte. Und 130 Kilo Greco von Oil Damian gegen Eerson. Bei mir, das ist ein bisschen überrascht, weil Damian für Shooter verloren für Eerson, Sven, aber Damian ist Zukunft, Sven ist für aktuelle Schweizer Meister, aber dieser Duell, vielleicht nächste Woche kommt schon wieder, aber ich glaube, dort bin ich noch einig Shooter verlieren für Damian. Das heißt, das Gesamtresultat 13 zu 23 1 in der gewinnt 10 Punkte Differenz, eine sehr große Chance für Liga erhalten. Nächste Woche kommt für Rücken der nächste Sonntag. Das meint der Johnny. Und was meinst du? Schreib uns deine Meinung auf YouTube oder Facebook und lies, was andere geschrieben haben. Bereits am Samstag ist der erste Final. Hergiswil trifft in der BBZ-Halle zu Willisau auf Chriesere und Willisau ebenfalls daheim auf Freiamt. Wer gewinnt? Nicht verpassen, Prognose von Johnny demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.